Mehr Fahrrad-Action für die Hauptstadt. In Kooperation mit dem Jugendclub Heckerdamm werden eine Woche lang Angebote rund um das Fahrrad geschaffen. Dabei steht der Spaß am Radfahren, aber auch die Verkehrssicherheit im Mittelpunkt. Kinder bewegen sich gerne, Kinder fahren gerne Fahrrad, wenn man sie denn lässt. Und das ist dann toll, wenn man solche Kooperationspartner hat, die dann eigeninitiativ auch hier Dinge wiederbeleben, wie diese Fahrradwerkstatt. Passend dazu wird in Anwesenheit des Bezirksstadtrats Detlef Wagner eine Fahrradwerkstatt im Jugendclub eröffnet. Gemeinsam mit den anliegenden Grundschulen und den beiden Kitas der Siedlung soll hier Kindern, die über kein eigenes Fahrrad verfügen, zunächst das Radfahren bei und der Umgang miteinander im Straßenverkehr näher gebracht werden. Also mir macht am meisten Spaß hier die Hindernisparcours und es wird einfach schön, Fahrrad zu fahren. Zweirad. Das vielfältige Fahrradprojekt hat schon fast 20.000 Kinder an Berlins Grundschulen auf die Räder gebracht. Allein diesen Sommer waren es als Ausgleich für die Corona-Pandemie über 1.000 Kinder in Berlin und Potsdam. Möglich wurde das durch den Zukunftsfonds Aufleben der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und des Familienministeriums. Und auch in der letzten Ferienwoche bietet Zweirad Fun beim Jugendclub am Heckerdamm viele tolle Aktionen für Kids und Jugendliche. Diese Parcours-Variationen auszuprobieren, Rampen, um Hütchen fahren, durch Stangen fahren, kannten die alles nicht. Und für die Woche war das eigentlich für unsere Kinder ein richtig tolles Angebot. Der Parcours bietet Spaß und Action für Kinder zwischen 3 und 13 Jahren, die an der Seite von erfahrenen Trainern durch die Strecken voller Rampen und Hindernisse geleitet werden. Diese sollen den Straßenverkehr simulieren und so verbessern die Kinder zeitgleich ihren Gleichgewichtssinn und die Koordination. Mir gut gefallen die Sachen, die Rampen, weil ich liebe Rampen und ich liebe Fahrradfahren. Wer etwas mehr Adrenalin möchte, der kommt bei Zweirad Action voll auf seine Kosten, denn beim Trialbiking geht es um Balance, Konzentration, Bike und Körperbeherrschung. Hindernisse sollen überwunden werden, ohne einen Fuß auf den Boden zu setzen. Und das, was die Kids hier auf dem Parcours lernen, das ist eben extrem wichtig für die Sicherheit beim Fahrradfahren. Das können die auf dem Mountainbike dann genauso, weil man die Sachen, die man auf dem Trailfahrrad hier erlernt, kannst du 1:1 aufs Mountainbike oder ein ganz normales Straßenrad umsetzen. Beim Zweirad-Service lernen die Kinder von Werkstattleiter Ralf, wie man kleine Reparaturen selbst machen kann. Hier lautet das Motto: Hilfe zur Selbsthilfe. Die neu eröffnete Werkstatt im Jugendclub soll auch zukünftig ein Ort für Workshops sein. Fahrradwerkstatt erwarte ich mir für den Jugendclub, dass die Kinder, die ein Fahrrad haben, herkommen können und lernen, das zu reparieren. Wie flickt man Reifen, wie stellt man die Bremsen ein, was mache ich, wenn die Kette rausspringt. Wenn das jetzt eure Neugier geweckt hat, dann kommt doch einfach vorbei. In der neuen Fahrradwerkstatt im Jugendclub am Heckerdamm 210 in Charlottenburg Nord. Und überzeugt euch selbst von der Fahrrad-Action.